Monaco 1992, eines der vielen großartigen Rennen, die Ayrton Senna gezeigt hat. Einer, der damals immer an seiner Seite war, Joe Leverer, Trainer, Physiotherapeut und vor allem guter Freund von Ayrton Senna. Joe, ganz zu Beginn, lass uns zurückblicken auf dieses fantastische Rennen, Duell Menzel gegen Senna. Schlussendlich hat sich der Senna dann durchgesetzt in Monaco. Hast du noch Erinnerungen an dieses spezielle Rennen dort in Monaco? Ja, Monaco war generell sensationelle Rennen gesehen und speziell dieses Rennen ja auch wiederum. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich glaube, Menzel hat ja da noch ein schnelleres Auto gehabt, aber er hat im Endeffekt genau gewusst, ich bin vorne und ich weiß, was ich kann, ich weiß, was der Menzel macht. Im Endeffekt, das war eigentlich einer seiner großen Stärken. Mhm. Er hat ganz genau gewusst, wo sein Limit ist, aber er hat gewusst, wo das Limit seiner anderen Fahrer ist. Oder ob es jetzt Prost, Schumacher, speziell Menzel, er hat ganz genau gewusst, wie er reagiert. Er hat gesagt, ich mache ihm einfach. Der macht ihm nicht auf, hat ihm keine richtig, Chance gegeben. Einfach die Chance gegeben. Man hat eigentlich keinen Spaß gehabt. Er hat nebenbei gesagt, ich habe mir nebenbei durch die Anzeigetafel das Rennen auch angeschaut und habe nebenbei einen Spaß gehabt, muss man sich vorstellen. Und er hat den so unter Kontrolle gehabt, jetzt weiß man wieder, wie er funktioniert. Also so eine Selbstsicherheit. Und das hat ihm einfach Spaß gemacht, dass er sagt, okay, wenn ich nicht einen Fehler mache, dann hat er überhaupt keine Chance. Da hast du uns schon ein bisschen einen Einblick auch in den Charakter des Ayrton Senna gegeben. Joe, es hat noch wahrscheinlich zu dieser Zeit keiner so gut gekannt wie du, keiner war so nah dran an Ayrton Senna. Was hat ihn denn noch ausgezeichnet als Rennfahrer zum einen und ganz speziell als Menschen? Sicher, das haben wir gesehen bis dahin. Er hat sich aber auch rennfahrerisch sehr, sehr, sehr verbessert, muss man sagen. Okay, er hat 88 angefangen, das war dann das fünfte Jahr. Und von Saison zu Saison, wie man gesehen hat, dass das Auto nicht mehr so überlegen war wie die ersten Saisonen, wo wir von 15, von 16 Rennen gewonnen haben. Und da war er dann, glaube ich, schon das dritte Mal Weltmeister, zweimal der Prost und so weiter. Also der hat sich ja extrem verbessert. Was man dann eigentlich gesehen hat, was mir natürlich dann extrem aufgefallen ist und ich auch froh gewesen ist, dass die anderen das auch schon langsam gemerkt haben. Am Anfang ist er eigentlich relativ kritisiert worden als rücksichtsloser Fahrer. Der ist über einen drüber gefahren, kennt keine Gnade, also eher unmenschlich, oder? So ist er eigentlich der von den Medien dargestellt worden, oder? Hat mich immer furchtbar geärgert, weil ich gewusst habe, dass da ja ein ganz anderer Typ dahinter ist, der sensibel ist, der ist freundlich, zurückhaltend, eher philosophisch, also ein extremer Charakter gewesen. Wie der, ich war relativ oft in Brasilien drin, wie der mit der Familie umgeht, mit den Geschwistern, mit seinen Eltern, sensationell. Und gleichzeitig auch, was man gemerkt hat, obwohl er jetzt in die privilegierte Gesellschaft, zur privilegierten Gesellschaft gehört hat, hat man gemerkt, er hat auch irgendwas für die nicht so viel über haben. Also das muss man sagen, der hat sich wirklich da auch eingesetzt und es hat auch nicht so an die Glocke gehängt, sondern er hat es für sich gemacht. Ich glaube, er ist sich bewusst gewesen, was er der Gesellschaft, was ein Stellenwerk in seiner Gesellschaft hat und er hat ein bisschen was gemacht dafür und ich glaube, das ist das Spezielle. Ja. Er war ein sehr gläubiger Mensch auch. Ja, war auch. Das ist ein bisschen, gerade im Sender-Dokumentation, ein bisschen übertrieben gewesen. Dargestellt war. Ja, war auch gläubig, aber im Endeffekt hat er gesagt, ich brauche da nicht jeden Tag in die Kirche gehen, ich brauche da rumdauern und das groß an die Glocke hängen. Ich lebe es einfach. Er hat es gelebt und ich glaube, das ist das, was ihn auch ausgemacht hat. Als du damals in die Formel 1 gekommen bist, da hast du als erstes Fahrer-Duo bei McLaren gleich zu betreuen gehabt, Prost und Senna. Ein Duo, das in der Brisanz, dass es so vorher und nachher nie wieder gegeben hat in der Formel 1. Wir wissen um die unerbittlichen Kämpfe zwischen diesen beiden. Wie hast du das Verhältnis zwischen diesen beiden gespürt? Am Anfang, ja, da kommt man rein. Es war drei Wochen vor dem ersten Rennen. Wir haben früher schon mal gesprochen darüber, bei Willy Dungl. Mhm. 1997 war ich schon mal dort und da ist ja die Tochter, die Dr. Andrea Dungl hatten, da hat da mal eine Saison betreut auch und mit Gerhard und von McLaren. Ron Dennis war der Erste, der erkannt hat, dass man da auch jemanden hinschicken soll, der auch für die Fahrer und für das Team zuständig ist. Oder? Und dann war er vor mal drei Wochen vor der Saisonbeginn, kommt irgendein Telex damals noch, das kennt ihr ja wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? Speziell die iPad-App-Generation mit Telex, ja, ob der Joe Leverer kommen kann. Nach Rio. Okay, schnell, haben wir alles zusammengepackt. Ich habe gar nicht gewusst, was mich da im Endeffekt erwartet, oder? Da kommt man rüber, ich habe zu Dungl gesagt, ja, wieso ich da? Ja, wer dann? Du kannst dich schauen, oder? Ist ja logisch, oder? Dann ist losgegangen und dass ich dann natürlich Kaliber wie Prost und Senna, ich habe gar keine Zeit gehabt, darüber nachzudenken. Das war unglaublich, ich habe so viel zu tun gehabt. Damals war es ja so, dass die Autos
einige, speziell in den Kurven schneller waren, viel härter zum Fahren. Also physisch die Belastung war ganz andere wie jetzt, oder? Jetzt müssen sie ja Software, Programmier, Computerschulung haben die Fahrer. Und damals haben sie einfach wirklich, weil es extrem hart war zum Fahren. Und die haben natürlich physisch extrem belastet gewesen, oder? Und da habe ich dementsprechend relativ viel mit ihnen physisch zu tun gehabt, sehr viele Therapien, sehr viele Massagen und so weiter pro Tag. Also da einen extrem engen Kontakt gehabt damit und dadurch hat sich das ergeben, dass ich mich gut verstanden habe damit und habe aber beide, es war kein Problem. Das wollte ich gerade fragen, waren beide oder sind da beide so nahe gestanden oder war die Beziehung zu Senna eine freundschaftlichere? Als zu Prost also, beispielsweise. Dürfen Sie nicht verstehen, nicht falsch verstehen, ich habe jetzt nicht beide gleichzeitig behandelt. Also es war schon immer so. Aber grundsätzlich, mit einem kommt man leichter zusammen, mit dem anderen vielleicht weniger. Man weiß, dass du mit dem Senna ein sehr, sehr gutes freundschaftliches Verhältnis gehabt hast. War das mit Prost anders? War ein sehr, sehr gutes Verhältnis, muss ich sagen. Der war natürlich anders und anderer Charakter gewesen. Aber sie haben gemerkt, ich bemühe mich eigentlich so sehr. Aber mit der Zeit hat sich das dann schon herauskristallisiert. Der Senna war der Zurückhaltende, eher der Offene, obwohl es relativ lang gedauert hat. Aber er hat das sehr, sehr geschätzt, dass man jetzt speziell also Körper ganz genau macht. Ich habe gekocht für beide. Der ist dann eigentlich noch offener gewesen. Ich muss sagen, das erste Rennen, kann mich erinnern, da hat mich der am Abend angerufen, in Rio de Janeiro, um irgendwo 8:30 am Abend. Und dachte, jetzt will der noch was. Ich war komplett fertig eigentlich von dem Rennwochenende. Ja. Jetzt ruft der Senna an, hat er irgendwas? Dann sagt er, nein, ist okay, aber ich bin mit ein paar Freunden, gehen wir ausessen, möchtest du mit uns kommen oder hast du irgendwas vor? Der denkt im Endeffekt, wir in Rio de Janeiro, der Präsident, alle Celebrities würden gerne mit ihm gehen und der denkt an Masseur. Das ist ein spezieller Typ, haben wir gedacht, okay. Ich war noch sehr erfreut, bin dann noch ausgegangen mit gewissen Freunden. Dann später haben wir gesagt, das ist schon ein spezieller Mensch, muss ich sagen. Und er war dann wirklich auch in der Hinsicht sensationell, oder? Der war so eine freundliche Person, mit der man dann, aber sehr fordernd auch. Er hat immer gesagt, was kann man da noch machen, wie kann man sich verbessern, aber ist menschlich extrem, extrem nett und dadurch, jeder macht im Endeffekt einen Job gut und man versucht ihn immer besser zu machen und er hat das auch respektiert und geschätzt, würde ich sagen. Vieles ist ja dann auch überliefert. Streiche, Schmähs zwischen Senna und Gerhard Berger, fällt dir spontan irgendetwas ein, eine Anekdote, die du uns erzählen willst, erzählen kannst? Na, ich war da nie dabei. Also, das also frei von Schuld. Schon sehr seriös gewesen. Oder? Ja, es war eine spezielle Zeit, muss ich sagen. Es hat uns richtig gut getan, natürlich. Das zweite Jahr mit Prost, Senna war dann schon ein bisschen angespanntere Situation natürlich. Da ist es um die Weltmeisterschaft gegangen. Prost ist dann oder schon gekündigt gehabt und man weiß ja, was da in Japan da passiert ist und da hat es natürlich ein paar böse Worte gegeben, aber im Endeffekt ist es ein Teil des Business, oder? Man erwartet es und es ist ja ganz interessant dann gelöst worden, dann im nächsten Jahr auch. Aber wie dann Gerhard natürlich zu uns gekommen ist, am Anfang war es natürlich jetzt, beide wollten natürlich vorne sein, speziell Gerhard natürlich gewusst, da muss ich extrem Gas geben. Den kann ich schlagen natürlich auch, da muss ich sehr, sehr viel tun. Gerhard hat da wirklich extrem viel gearbeitet, viel getestet, viel mit den Ingenieuren gewesen. Aber irgendwann hat er, glaube ich, erkannt, den Hund kann man nicht schlagen. Oder? Ja, der ist unschlagbar. Was immer man macht, der hat einfach irgendwo, holt er noch was her. Oder? Aber mit dem Gerhard ist es dann bei McLaren ein bisschen lockerer geworden. Ich meine, man kennt bis in die Gegenwart McLaren als sehr straightes Team in vergangenen Jahren eigentlich ein bisschen schmähbefreit. Ja, ja. War es mit Gerhard Berger und Senna dann ein bisschen eine lockere Atmosphäre dort? Das war es eigentlich immer schon, muss ich sagen. Es war locker, das wird ein bisschen falsch eingeschätzt, weil es ein sehr professionell arbeitendes Team natürlich gilt. Aber ich habe gewusst, dass ich war 8 Jahre dabei. Also das Team innerlich war sehr, 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 sehr gut geführt, oder? Sehr streng natürlich geführt von Ron Dennis, aber andererseits haben die Leute schon diese Unterstützung gekriegt, dieses Stolz vom Team, war erfolgreich und intern war es relativ angenehm, wie der Gerhard natürlich gekommen ist. Von der Seite jetzt zurückzukommen von Prost, diese Verbindung war natürlich sensationell, oder? Und dann mit der Zeit diese Lockerheit, die der Gerhard dann reinbracht hat, oder?
Und die hat sicherlich dem Senna auch sehr, sehr, sehr gut getan. Und dem ganzen Team eigentlich. Das war, was er eigentlich sein soll. Also, was ist Formel 1? Ist klar, ist natürlich Business, ist ein hartes. Aber eigentlich sollte es ja auch Spaß machen. Oder? Es geht mal darum, da sind wir damals mit dem Helikopter in die Arbeit geflogen, normalerweise. Darf man jetzt gar nicht mehr sagen. Aber es ist halt so gewesen, oder? Das ist auch, was die Leute sehen wollen, oder? Da sind Charaktere dort gewesen, da waren Typen dort. Mhm. Jeder für sich. Das ist, was man eigentlich liebt, oder? Das, und im Endeffekt, der Gerhard natürlich war in der Hinsicht natürlich sensationell, oder? Der Senna hat immer gesagt, nee, Österreicher, ihr seid ja komplett verrückt. Ihr Crazy Austrians, ihr seid komplett verrückt. Und da hat es eigentlich noch viele Dinge gegeben. Also kein Wochenende, oder? Wir haben dann eigentlich, dass irgendwelche Späße gewesen ist, dass irgendwo irgendein Fisch oder Käse im Zimmer war, wo uns das nicht mehr wechseln lassen können, oder irgendwo ein Helikopter Koffer rausgeflogen genau, ist. Genau, diese Geschichte ist ja berühmt dann. Ja, ja, da gibt es jetzt in verschiedenen Versionen, weil da war ja eigentlich jeder schon dabei in dem Helikopter drin, muss man sagen. So das groß ist ganz hat er gar nicht sein können, ja, genau. Der Helikopter, richtig, der gehört es von anderen, wer da schon dabei war, oder? Da war, kann man erinnern, von der Villa d'Este in Cianopio sind wir weg. Und du warst dabei, also von denen können wir jetzt ausgehen. Eigentlich schon, ja, genau, ich war dabei, sicher. Es war Ron Dennis dabei, Gerhard Berger, Senna, der geflogen ist vorhin mit dem Piloten, er hat auch einen Piloten gehabt. Und wir waren zu dritt hinten und dann der Gerhard hat mir gesagt, und er weiß, er hat irgendwelche Verträge drin gehabt, ganz wichtige. Und beim Wegfliegen, Gerhard schon, ob ich weiß, ob ich die Zahlenkombination weiß. Sag ich, na, okay. Dann hat er immer herumgegangen, seine ist geflogen vorne und Ron Dennis ist nicht mehr gesessen. Eine hat er aufgebracht und er wollte es über den ledern, wunderschönen Koffer über den Kammersee offen rauswerfen, oder? Das hätte er auch gemacht, oder? Das ist unglaublich, oder? Aber er hat noch nicht aufgebracht. Er hat nicht aufgebracht, es geht nicht auf. Und wir sind schon drüber gewesen und sind dann Richtung Manzer, Richtung Park geflogen. Er sagt, er bringt es nicht, geht nicht auf. Und dann waren wir über den Park überflogen, damals waren ja tausende Leute, die haben schon gewartet, oder? Da waren ja die Fahrer nur Helden, oder? Die Leute haben nur gewartet drauf. Und wir fliegen dann rüber und dann irgendwo im Bereich, hat er gesagt, nein, er bringt es nicht auf, und dann hat er aufgemacht, der Pilot schon geschaut und wirft den Koffer raus. Oder? Geschlossen, kommt, aber doch. Da war er nur geschlossen, aber da hat es weg damit. Oder? Es belastet alles, mein Sportsprit im Endeffekt. Hat er gedacht, der ist natürlich damals schon sehr grün gewesen. Die Formel 1 hat damals schon. Wirft das raus, Ballast abwerfen. Wir kommen hin, nach zwei Minuten landen tausende Leute rundherum, wir gehen raus. Senna schaut, oh, wo ist mein Bag? Mich schaut an. I don't know. Ich habe doch das mitgehabt, ich habe es so mitgenommen. Aber einmal kommt draußen von so einer Gruppe vom Park, von einer Waldgruppe, einer von der Sicherheit mit diesem orangen, so ein Mandel daher mit einem orangen Sicherheitsanzugflug und läuft daher mit irgendwas in der Hand. Von draußen, 200, 300 Meter. Auf einmal kommt daher, was im Seiner sein? Koffer, oder? Der, was ist jetzt los, oder? Ich habe keine Ahnung gehabt, muss man vorstellen. Der kommt irgendwo vom Wald raus mit seinem Koffer, oder? Da bin ich komplett kaputt, schaut er mich an. So, genau. Schau dir zum Gerhard an, der Gerhard will. Na? Ja, seiner Spitzbübischen. Dann habe ich gesagt, ja, Bastard, hat er gesagt. Genau, also rein. Das hat er nicht so lustig gefunden, gell, weil im Endeffekt so zerstören. Und so ist halt der Hingang. Und das eins ins andere. Und das ist eigentlich jeden Tag so, wie es sein soll. Play hard, work hard. Das also, nimmt der nur eine zweite Geschichte. Ja, vielleicht noch, weil wir nämlich letztes Mal getroffen, das war nämlich mal so ein Kollege von Ihnen. Ja. Bueno Galvão, also eine Legende Brasilien, auch Fußball-Weltmeisterschaft, also der verdient mehr wie die meisten Fahrer und so hin und her. Ich sag, das wäre interessant. Da geht es um die WM in Brasilien, in Japan. In Japan war das, genau. Ich kann mich erinnern, dann hat der Gerhard gesagt, das wäre doch interessant. Da kann der Senna kann die WM gewinnen. Das wäre doch interessant, da müssen wir irgendwas machen, oder? Ja. Ich sage, was machen wir doch den Bueno, den Galvão, wenn es irgendwas gibt, ihm doch in der Früh irgendeine Schlaftablette, irgendwas rein, weil da ist eh, der hat immer gesagt, der ist so müde, gerade in der Zeitumstellung, das wäre super, der fährt um die WM, der gewinnt die WM und der schlaft während der Übertragung ein, das wäre doch ein Wahnsinn gewesen, kannst du das vorstellen? So wie ungefähr, wenn früher der Brüller rennt und auf einmal ist vorbei, oder? Ist nichts mehr da, als du einschlafst. Ist das vorher bei dir auch, dass du nein, da nein. Oder schlafen die Zuschauer zu Hause ein? Ist umgekehrt. Bei dir schlafen die Zuschauer zu Hause ein. Aber böse Zungen behaupten, ja, genau, dazu ist kein Schlafpulver nötig. Also, bringe mehr klar. Also ist er jetzt eingeschlafen oder nicht, der Kollege? Nein, der hat da irgendwas gerochen, der hat irgendwo gespürt dann. Ich habe ihn mal zerdrückt, ich glaube 4, 5, 6. Also es wäre genug gewesen, dass er wahrscheinlich nach der 10. Minute eingeschlafen wäre. Oder? Extrem schade wäre das gewesen. Ja. Aber er hat das irgendwo dann gespürt, oder? Bringt da und hat gesagt, er hat das Gefühl gehabt einfach dafür. Und das hat leider nicht funktioniert, aber da ist halt dauernd. Und die,
die Jugendfreien, die erzählen wir da anders mal bei einem, zu späterer Sendezeit vielleicht. So, na, genau. Eins wollte ich zuerst anbringen, diesen Spaßfaktor, den nimmt der Joe Leberer immer mit hier herein in die Formel 1. Ist gar nicht selbstverständlich in Tagen wie diesen, jetzt beim Team von Sauber, neben dem, dass er einen großartigen Job macht, weil sonst hättest du dich nicht so lange halten können in der Formel 1, ist er auch immer für ein bisschen eine lockere Stimmung, jetzt auch eben beim Schweizer Rennstall bei Sauber zuständig. Dauerst du der Zeit von damals ein bisschen nach? Ist es heutzutage total anders oder gibt es diesen Schmähfaktor? Gibt es Piloten, die diesen Schmäh mitspielen, auch heute noch? Ja, man muss schon sagen, das ist nicht falsch verstanden. Ich bin nicht daher zum Schmäh führen. Aber nein, ich habe gesagt, ein großartiges, sonst wärst du jetzt nicht seit Menschengedenken, seit vielen, vielen Jahren da in der Formel 1 dabei. Das ist interessant, wenn man immer die Ups und Downs, oder man entwickelt sich ja selber weiter, wie die Fahrer, und versucht im Endeffekt diese Erfahrung auch weiterzugeben. Das ist ja sehr, sehr interessant bei den jungen, schon bei den jungen Fahrern, oder? Die ja jetzt nicht mehr so jung sind. Ich meine, ich habe einen Button, der war mal in Salzburg da von früher, vor vielen, vielen Jahren. Oder? Und der Kimi war natürlich einer, der in Salzburg auch gewesen ist und mit dem ich eigentlich angefangen hat. Oder? Und dann Massa und die ganze Zeit und ein Vettel, ein Kubica. Also wir haben jetzt schon nach der McLaren-Zeit dann schon relativ viele gehabt. Und das ist das Interessante natürlich. Ich glaube, als Mechaniker oder als Techniker oder irgendwas würde es das nicht so lange aushalten. Weil immer im technischen Bereich, und wir haben einfach mit Menschen zu tun, zwischen Technik und Mensch, das, was eigentlich ausmacht. Und da kann man eigentlich die Entwicklung dann sehen und da kann man natürlich was einbringen. Insofern ist es schwierig, weil diese Jungs eigentlich sehr, sehr früh schon in die Formel 1 kommen, oder? Und dann mit Managern in der Hand, mit iPad und so weiter, die haben ein gewisses System schon drin, die können sich nicht mehr so entfalten wie diese Charaktere, die Charakterköpfe, wie sie früher gewesen sind, oder? Das waren ganz eigene Typen und da hat es natürlich schon viel mehr Spaß gemacht. Die Gemeinschaft unter den Fahrern auch eine andere? Richtig, genau. Die gehen immer gemeinsam aus, oder? Und die haben die Mädels, glaube ich, nur mehr auf dem iPad oder am Bot. Ich glaube, die wissen gar nicht mehr, was das ist, oder? Teilweise habe ich so das Gefühl, oder? Das kann ja nicht sein, oder? Der Sachlage. Ja, so wird es sein, oder? Und man, es soll schon ein bisschen Spaß auch sein. Man muss man natürlich hart arbeiten, aber du brauchst natürlich die gewisse Zeit, dass man sagt, okay, man nimmt es nicht so ernst, oder? Weil man will natürlich eine gute Leistung bringen, aber man muss sich dann auch wieder mal entspannen, oder? Man muss wieder mal runterkommen und auch mal sehen, was zählt wirklich. Man muss schon nebenbei erleben, man muss darf nicht vergessen, dass da auch draußen Leute sind, dass da auch Zuschauer sind. Oder dass man die Familie noch zu Hause hat, dass nicht nur, dass man 24 Stunden nur dort ist und dann, dass man dann weggeworfen wird eigentlich, oder? Man sieht ja, das ist eigentlich der Lauf der Zeit. Man sieht ja jetzt, dass das vom ganzen Burnout und die ganzen Probleme, dass man dann ein bisschen belastet ist. Man muss schon schauen, dass man selber das ein bisschen in den Griff kriegt. Trotzdem nicht vergisst, dass man Mensch bleiben sollte und trotzdem hart arbeiten. Joe, über eines müssen wir natürlich am heutigen Tage auch sprechen. 20 Jahre nach dem fatalen Wochenende von Imola. Natürlich warst du auch da schon dabei. Das Wochenende hat ja unglaublich tragisch schon begonnen mit dem Unfall von Barrichello am Freitag, mit dem tödlichen Unfall von Ratzenberger am Samstag. Und da hast du schon zuerst einmal anklingen lassen, dass solche Momente den Ayrton Senna auch tief bewegt haben. Wie war dieser Samstag, der tödliche Unfall vom Kollegen Roland Ratzenberger? Wie hat Ayrton Senna den aufgenommen? Ich bin ja, wie gesagt, Sechser mit ihm bei McLaren gewesen und dann hat es geheißen, okay, wenn wir Team oder wenn wir Farbe wechseln, ist klar, wir brauchen nicht darüber reden, wir sind Freunde, wenn wir wechseln, solange ich fahre, möchte, dass du bei mir bleibst, dass du mich betreust, und bin ja zum Williams gegangen, oder? Das ist im Williams passiert. Und der Tag war natürlich, wie ich sie angesprochen habe, mit dem Barrichello angefangen hat, da hat er sich schon gekümmert, natürlich ganz ein junger Brasilianer, und dann anschließend zu das mit dem Ratzenberger, das hat ihn extrem getroffen, oder? Weil ich kann mich erinnern, früher, der ist ja neu gekommen, hat gesagt, wie ich ihn kenne, ich bin aus Salzburg, das ist aus Salzburg, und habe ihn auch dann vorgestellt, und sie haben sich sehr, sehr gut unterhalten, und dann, wie das passiert ist, ist er ja dann raus, mit einem Marsch raus. Zur Unfallstelle, genau. Ja. Das war zur Unfallstelle raus, oder? Das war das am Quali, glaube ich. Ganz irgendwas genau, ist er da raus. Er war trotzdem Erster, gell? Ist dann raus und hat er gewusst, okay, das ist vorbei, oder? Der ist komplett fertig reinkommen, die Kamerin, und was ist los, sagt er, he's dead. Der war, okay, let's go in, hat er gesagt, der war fertig, hat sich hingesetzt.
Das hat ihn so betroffen. Also das hat ihn schon hat ihn so betroffen. Und wir sind ja dann trotzdem am Abend, weil es war mein Geburtstag, ich kann mich da sehr, sehr gut erinnern. Das war mein Geburtstag. Und dann am Abend sind wir dann trotzdem ausgegangen, oder? Weil der Willi Dunkel war ja da. Und dann hat sich eigentlich der ganze Abend um das gedreht. Und er hat gefragt, okay, ob die Familie, ob ich sie kenne. Also ich kenne sie eigentlich nicht, weil der ist ja drüben gefahren, aber ich kenne sie nicht so gut, obwohl ich aus Salzburg bin. Aber das hat ihn schon sehr getroffen, muss ich sagen, sehr getroffen. Ja. Was man dann auch im Unfallwagen von Ayrton Senna gefunden hat, eine rot-weiß-rote Fahne. Er wollte die offenbar zu Ehren oder im Gedenken an Roland Ratzenberger dann nach der Zieldurchfahrt aus dem Auto raushalten. Hast du von dieser Aktion gewusst? Ja, weiß man natürlich, oder? Diese Dinge ist logisch. Und das, wie gesagt, das sind auch die Dinge, der hat sich auch da gekümmert nebenbei drum, oder? Er hat seine Arbeit hart gemacht, er war beinhart im Auto drin, keine Kompromisse gemacht. Unglaublich, aber dann andererseits diese Menschlichkeit, oder? Mhm. Das, wie gesagt, da hat sich auch gedreht, was macht das eigentlich für einen Sinn? Ist schon wichtig, das Rennfahren. Er war schon einer, der am Anfang war, das Rennfahren das Wichtigste für ihn. Rennen zu gewinnen, Weltmeisterschaft, das war das Höchste überhaupt. Das hat er dann gewonnen, dann hat er sich aber weiterentwickelt. Das hat er praktisch für sich als Plattform gewonnen, genutzt, um sich weiter zu entwickeln in dieser Hinsicht. Oder dass es noch was anderes gibt, dass man das alles hinnehmen muss, dass er auch für Gerechtigkeit dann hinnehmen. Und das hat man dann gesehen, dass er diese Menschlichkeit dann zeigt hat. Das wollte er dann auch kundtun, es stirbt der Kollege von ihm, oder dass man den dann einfach so weitergeht und was man machen kann. Er hat ja sehr gedacht, ob ich überhaupt weiterfahren soll oder überhaupt nächsten Tag überhaupt fahren soll, oder? Mhm. Auch ein anderer Freund von ihm, oder der Professor Watkins, hat gesagt, komm, gehen wir angeln, weil es ist besser als machen. Oder? Und er hat darüber nachgedacht, muss ich sagen, ist ja klar. Aber im Endeffekt hat er gesagt, nein, ich kann das nicht machen, weil im Endeffekt bin ich das meinen Zuschauern schuldig. Ich kann nicht einfach sagen, nein, ich fahre nicht oder was. Das wäre ein bisschen davonlaufen, das hat es auch wieder nicht gegeben. Also ich muss fahren, oder? Und zurückzukommen zu dieser Fahne, und das wäre für ihn halt gewesen, war für ihn irgendwo, ja, ich möchte auch dieses Rennen gewinnen. Mhm. Für ihn war klar, okay, Schumacher ist jetzt 20 Punkte vorn, aber jetzt erst recht, wir können das noch umdrehen, jetzt kommt es auf uns drauf an, wie man arbeitet mit hin und ich schaffe das noch. Und dann aber aus Respekt dem Ratzenbergen gegenüber, Respekt Österreich, gibt es die Fahne, oder? Oder aus und auch oben auf dem Podium, oder? Und ich kann mich noch erinnern, ich habe das nachher gesehen, das nachher, ich war mit Gerhard dann noch, oder Gerhard ist dann noch gekommen, ins Krankenhaus, oder, wo er dann verstorben ist. Oder. Ich war da bei ihm drin und der Gerhard ist auch noch einmal rein, oder war noch einmal in der Herz-Lunge-Maschine gewesen, ist, wo man schon eigentlich schon tot war. Oder. Und dann wäre der im Endeffekt, wenn sowas passiert, oder, wäre der am Podium gewesen und hat dann die Fahne in der Hand, aber in einer gewissen Weise. Oder. Und ich habe das anschließend dann noch gesehen, kann man ein paar Wochen später, oder? Ja, der war bei uns gewesen, ist dann ein Häkkinen und ein Schumacher und ein Larini. Und ich habe sie auch dann angesprochen, speziell an Häkkinen. Die drei auf dem Podium gestanden sind. Das dann gesehen, ja. Oder herumgehüpft sind im Endeffekt. Sehr und sie freut am Super, worden, oder? Ja. Ich meine, ist das schon so gewesen, oder? Ist schwer kritisiert worden damals, dass die ersten drei des Imola-Rennens dann wirklich mehr oder weniger gefeiert haben. Was man auch weiß, es wurde aus Respekt vor Ratzenberger auf Champagnerspritzen damals verzichtet. So gewesen, ja. Allerdings, dass dann so gejubelt wurde, wurde den dreien dann auch ziemlich angekreidet. So. Man muss aber jetzt dann auch noch dazu sagen, der Tod von Senna war zu diesem Moment noch nicht bestätigt. Allerdings hätte schon alleine der Respekt vor Ratzenberger eigentlich die drei dazu verpflichtet, das ein bisschen anders auszulegen. Ja, das ist richtig, das steht mir jetzt nicht zu, das zu kritisieren, das muss man auch verstehen, das sind Junge, das ist ja ein Job, das ist ja eine Arbeit, das ist ja natürlich Freunde, sie haben ja Leistung gebraucht, das muss man auch sehen, oder? Das ist vollkommen richtig, oder? Aber wie gesagt, ich habe auch dann mit Häkkinen auch darüber gesprochen, sage ich, das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, und er hat gesagt, ja, wir haben da nicht gewusst, dass es so schlecht geht. Ja. Dann sage ich aber, hey, aber ist Respekt im Ratzenberg, einen Tag vorher, der ist gestorben, ist ein Kollege für euch gestorben, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht ganz, oder? Also das hätte dann Senna nicht gemacht, aber anders muss man sagen, okay, die waren halt ein bisschen jung wahrscheinlich noch und haben das eigentlich wahrscheinlich nicht so verstanden, aber jetzt sehen sie es wahrscheinlich auch anders, oder? Dann ist natürlich für dich auch eine unglaubliche Geschichte weitergegangen. Du warst im Flugzeug mit dabei, als der Leichnam von Ayrton Senna überstellt wurde nach Brasilien. Du warst bei diesem Begräbnis dabei, wo Hunderttausende in Sao Paulo auf der Straße waren. Kannst du uns da noch ganz kurz deine Eindrücke schildern?
Ja, ich bin ja dann an dem Tag nochmal zurück nach dem Krankenhaus und bin dann, da sein Bruder war noch dabei, wir sind dann gemeinsam also, ins Hotel gekommen und wir sind dann über Nacht geblieben, wo die Familie war, also sein Bruder und Freunde noch dazu. Und ich bin dann nächsten Tag nach Salzburg weit gefahren, Imola, war es ja nicht so weit, so wie in Trance ungefähr, oder? Und dann von Salzburg nächsten Tag nach Paris geflogen und da ist die mit der Varig dann mit dem Flugzeug im Flugzeug drin, weil auf Wunsch der Familie ist der Sarg nicht unten im Cargo, im Gepäck gewesen, sondern im Flugzeug drinnen in der Abteilung, also First und Business war die Mittel, Business war die Mittelreihe, alles weg. Und da ist der Sarg dann gewesen mit der brasilianischen Flagge und einer Rose drauf. Und da war nur der Galvan, glaube ich, drei und die Petisi und ich, wir waren zu dritt eigentlich nur. Es ist eine ganz eigenartige Situation gewesen, oder? In der Business drinnen mit nur auf der Seite und der Mitte der Sarg, der Körper vom Ayrton. Also da haben wir 11 oder 12 Stunden war der Flug, oder? Ist man dabei. Also da schläft man nicht viel und da hat man im Endeffekt viel Zeit. Beklemmend. Ein bisschen beklemmend. Also ich hab's nicht so schlimm gefunden, muss ich ehrlich sagen. Hat man Zeit zum Nachdenken und Zeit, sich zu verabschieden. Für viele ist so beklemmend. Ich habe nichts gegessen in der ganzen Zeit, einfach nur getrunken. War schon eigenartig, muss ich sagen, oder? Der Freund da neben dir liegt 11, 12 Stunden, ja genau. Und dann, ich kann mich erinnern, in der Früh, oder wie man im brasilianischen Hoheitsgebiet, da ist man so von Abfalljägern begleitet worden, also unglaubliche Stimmung, was ist ja unglaublich, oder? Und dann, wie wir dann gelandet sind, das hat natürlich eine Weile gedauert, bis die ganzen Leute, weil hinter in der Business sind Leute drin gesessen, bis die alle draußen waren und bis die ganzen Zug, was da organisiert worden ist von der Stadtgemeinde, ist unvorstellbar. Also sowas werde ich nie vergessen. Oder? Das sind Dinge, die einen schon beeinträchtigen, speziell dann diese Fahrt hinter diesem alten Feuerwehrauto, wo der Sarg oben war, oder ich war dann das Auto gleich hinterbei oder in diesem ganzen Zug und nebenbei war Pferde einmal eine Weile, die geritten sind und wir wissen, wie weit das ist vom Flughafen rein. Ich glaube, das waren 3 Stunden oder was Fahrt da rein, oder? Vom Flughafen immer wieder aufgehört, genau. Bis zum Friedhof dann noch. Es ist nicht direkt schon Friedhof. Nein, das war 2 Tage vor dem Begräbnis. Wir sind da in einem Zentrum gewesen, wo wir dann empfangen waren, wo der Sarg dann aufgebaut wurde, wo dann nur Millionen vorbeigegangen sind. Und dann, aber diese Fahrt da rein werde ich nie in meinem Leben vergessen, muss ich sagen. Also das war so speziell, ob es jetzt Leute gewesen sind, Kinder, Ältere, Behinderte, die mit dem Rollstuhl die ganze Zeit mitgefahren sind. Andere sind mitgelaufen, andere sind kniet, die haben gebetet, die anderen haben applaudiert und schwarz-weiß, alt, jung, arm, reich, also alles war dabei. Da haben wir gesehen, was der für das Land bedeutet hat. Also unglaubliche Stimmung, die einen so beeindruckt hat, das kann man gar nicht vorstellen. Oder? Ich kann mich erinnern, ich glaube, ORF hat damals einen Bericht gemacht und da sind dann Leute gefragt worden von überall und Leute, Spezialisten oder Leute, die jetzt ihn gekannt haben und hin und her. Und da hat es auch geheißen, wie so typisch ist er in mitteleuropäisch bei uns, da siehst du, der ist zwar so reich, jetzt hat ihm das auch nichts mehr genutzt, das hat einem auch nicht mehr geholfen und hin und her, oder? Das ist typisch, aber das hat es halt in Brasilien nicht gegeben, oder? Die sagen, okay, der hat wirklich, das war so eine Persönlichkeit, der das deinem Land so viel gegeben hat und der stirbt dann und dieser Eindruck war gigantisch, muss ich ehrlich sagen. Also ich kann mich nicht erinnern, wie die, es sind Hunderttausende sind auf der Straße gestanden und dann beim Begräbnis und so weiter. Es war schon ganz, ganz arg. Speziell, wie wir dann angekommen sind, an das kann ich mich noch sehr, sehr erinnern, wie dann da hat jemand, haben sie mich gefragt dann, ja, ich soll dann drüber kommen, wo ist Joseph Lebra, da bin ich da reingeführt worden, wo dann die Familie drin war, ganz die Familie und ganz der engste Raum. Die Mutter und der Vater wollten mich dann sehen, oder? Und dann kommen wir her und umarmen mit der Mutter dann eine Minute. Also das war schon eines der schlimmsten Ereignisse, wenn man so dran denkt, wie es war. Man darf nicht vergessen, okay, das passiert in jeder Familie. Jede Familie macht Schicksalsschläge mit, muss man sagen. Also ich möchte das nicht überbewerten, oder? Aber man weiß, oder speziell wenn ein Kind stirbt, ich habe das auch schon gehabt in der Familie, wenn sowas passiert, oder? Es ist sehr, sehr tragisch. Also ich möchte es nicht überbewerten, aber wie gesagt, da ist jetzt eine Familie gewesen dahinter, die sehr, sehr getrauert hat. Aber natürlich das ganze Land, weil das Land hat im Endeffekt
ihn jemanden gesehen, der extrem viel macht für sie. Hat er immer gesagt, ich kann wenigstens alle 14 Tage meinen Teil dazu geben, dass die Leute glücklich sind. Und so war es aber wirklich, oder? Und heutzutage, man kann den Leuten jetzt nichts mehr vormachen, oder? Die spüren das einfach. Und bei dem hast du es wirklich gemerkt. Und die Leute haben das auch gemerkt und haben es ihm auch zurückgegeben. Und ich habe jetzt mit vom Globo TV mit jemandem gesprochen, die haben auch gesagt, brasilianischen Kollegen sind das. Die warten eigentlich immer noch in Brasilien drauf, auf so eine Person, der noch einmal kommt. Aber muss man sich vorstellen, oder? Der ist so immer noch so präsent und das sagt schon einiges, muss ich sagen. Gell? Der Joe hat so viele Erinnerungen. Meine letzte Frage an dich. Stimmt die Geschichte, dass man dir viel, viel Geld geboten hätte, das alles in Buchform zu veröffentlichen? Stimmt's? Und wenn ja, warum hast du es nicht gemacht? Ja, erstens ein Fehler war es, ich habe nie Tagebuch geschrieben. Man hätte natürlich jetzt mitmachen können. Das können Sie sich vorstellen, von 88, was da alles war, mit ganz Internas und so weiter. Und Prost, seiner Ron Dennis, alles und hin und her. Oder? Aber insgesamt, was ist mein Bereich? Ist Therapie, körperlich. Ich habe damals auch gekocht immer für die Fahrer, oder? Sehr gesund. Und dann speziell ist es ein Vertrauensverhältnis, oder? Obwohl ich jetzt kein Psychologe bin, ich bin ja kein Akademiker, aber im Endeffekt macht man das so viel mit, wenn man so lange mit Spitzensportlern zusammenarbeitet. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, Vertrauen oder Loyalität baut man auf durch Vertrauen. Und das war wichtig, das ist extrem wichtig, damit man wirklich gute Arbeit machen, braucht man extremes Vertrauensverhältnis, da muss die Chemie stimmen. Und das war immer sehr, sehr gut, speziell bei ihm, extrem gut gewesen. Oder? Darum hat es auch so gut funktioniert. Oder? Und dann hätte es die Angebote tatsächlich gegeben? Ja, Angebote, das ist logisch, das hat es gegeben, weil das ist ja klar. Aber im Endeffekt, das ist ja, was ist mein Bereich? Ich bin ja, ich diene im Endeffekt. Man darf sie eigentlich nicht so wichtig machen, jeder soll seinen Job machen. Und das ist einfach Wissen intern, das man hat, die man einfach weitergibt. Und speziell, auch gerade der Sender war einer, der ist ganz, ganz wichtig gewesen. Was wichtig war, dass man, das gibt es ja auch Privatleben nebenbei noch. Und das soll man aufrechterhalten. Und ich glaube, man muss auch nicht alles gleich weggehen. Man muss auch nicht mit 30, 35 Biografien schreiben und jeden, über jeden Mist oder wem interessiert denn das eigentlich noch? Also, das hätte schon wen interessiert. Ja, ich habe es dann für mich behalten und aber so weiter. Aber das spricht für dich, dass du es nicht gemacht hast. Es gibt so wenige Dinge, man muss nicht alles nach außen hin. Ich komme auch hin und ich habe auch jetzt nicht viele Utensilien, weil ihr fragt mich, du musst ja so viele Helme oder Anzüge und hin und haben, oder? Auch das, ich hab eigentlich überhaupt nichts, oder? Gar nichts? Nein, ich habe ein paar Fotos, ich habe sogar einen Handschuh habe ich zu Hause, zufälligerweise. Oder gibt es auch eine lustige Anekdote, weil ein Freund von mir, der Manni, der so ein verrückter Motorsportler, viele sagen, da musst du alles zu Hause haben für ihn. Sage ich, nein, eigentlich überhaupt nichts, oder? Keinen Helm. Man, das wäre extrem was wert, oder? Da muss ich sagen, nimmst du? Sag ich, wieso soll ich so einen verschwitzten Helm nehmen, oder? Wenn ich immer neuen, oder? Aber jetzt musst du dir vorstellen, ich habe eigentlich nichts. Und da haben wir gesagt, nein, eigentlich Handschuhe habe ich eigentlich immer gehabt. Weil wenn sie ein bisschen Loch gehabt haben, haben wir gesagt, okay, die braucht man nicht mehr, aber die waren ja im Endeffekt nur sehr, sehr gut. Und die habe ich dann meiner Mutter gegeben. Ja, die habe ich meiner Mutter gegeben und die hat sie in der Gartenarbeit dann genommen. Die war super. Ja, die war so, super, die sind so fest und trotzdem so weich, oder? Und die hat die in der Gartenarbeit hergenommen, oder? Und das habe ich mir erzählt und gesagt, bist du verrückt? Das werden sie jetzt, nehme ich an, ein paar Zuschauer zu Hause auch denken, dass du das nicht aufkommen hast. Entschuldigung, oder es gesammelt. Ja, wenn es für meine Mutter gut war, dann ist es ja optimal. Oder? Ja, also, so gesehen hast du natürlich recht. Was soll noch besser sein? Also herrlich, Bro. Das ist vielleicht wichtiger gewesen. So, herzlichen Dank für das Gespräch. Großartige Erinnerungen, an denen du uns da teilhaben lassen hast. Er hat, und das halten wir fest, bis dato kein Buch über die Zusammenarbeit mit Ayrton Senna geschrieben. Hätte er eines geschrieben, dann wäre das folgende Rennen sicherlich drinnen gewesen. Der große Preis von Europa gefahren in Donington 1993. Für viele das beste Regenrennen, das Senna jemals gefahren hat. So, Donington. Das wäre es dann drinnen. Du weißt, wie sie sich gefühlt hat, Donington. Da war es da drauf, oder? Kannst du dir vorstellen, oder? Aber das Kappel hast versenkt, oder? Nein. Ist mir das Kappel.